Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Schaut mal, was der Postbote gerade gebracht hat. Das neue Samsung Galaxy Note 10.1, das erst vor ein paar Tagen offiziell vorgestellt wurde, für den deutschen Markt zumindest. Und ja, in diesem Video wollen wir das neue 10,1 Zoll Tablet mit dem Stylus mal auspacken. Ich habe hier die 3G-Variante, also mit UMTS, HDCPA und 16 GB Speicher. Da haben wir auch schon das Tablet. Das legen wir erstmal kurz zur Seite und schauen uns an, was sich noch hier in der Box für uns versteckt. Da haben wir einmal eine Kurzanleitung und sicherlich Quick Start Guide nochmal auf Englisch und dann vermutlich diese Garantiekarte. Kommt zur Seite. Was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Headset. Damit kann man auch telefonieren. Das ist das gleiche Headset, was auch beim 5,3 Zoll Galaxy Note mitgeliefert wird. Und ja, mit der UMTS-Variante des Galaxy Note 10.1 kann man nämlich auch telefonieren. Dann ein paar Sachen für die Kopfhörer, also fürs Headset zum draufstecken. Was das hier jetzt ist, keine Ahnung, vermutlich für den, ja, es sieht, ist sicherlich für den Stylus. Ersatzteile, dann haben wir hier das USB-Kabel und den Stecker für die Steckdose mit einem europäischen deutschen Adapter. Gut, das war's auch schon. Mehr befindet sich nicht in der Box. Und dann können wir uns auch gleich dem Samsung Galaxy Note 10.1 zuwidmen. Ja, wir fragen jetzt mal von dem Plastik. Das Tablet hier hat ein 10,1 Zoll Display, deshalb der Name Galaxy Note 10.1. Und die Auflösung beträgt 1280x800 Pixel. Ah, das Plastik muss hier noch von der Rückseite weg. Vom Rahmen her. Und ja, unter dem Display verbirgt sich ein 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor. Das ist der gleiche, der auch im Samsung Galaxy S3 zu finden ist. Außerdem sind hier 2 GB RAM verbaut. Wie gesagt, 16 GB Speicher. Ein 7000 mAh Akku. Der sollte auf jeden Fall für einiges an Laufzeit sorgen. Da haben wir das letzte, aber große Stück Plastik. Weg damit. Das ist die Rückseite. Wie gesagt, hier haben wir jetzt die 3G-Variante. Hier befindet sich auch schon der Stylus. Der ist schon groß, schön groß. Wieder wie beim 5 Zoll Galaxy Note mit zwei Tasten, eine Taste vermutlich nur. Beim Galaxy Note gab's, ich hab's hier, ne, war auch nur eine, okay. Der Stylus ist deutlich dicker, das ist viel angenehmer zum Schreiben, der beim 5 Zoll Galaxy Note, das ich hier auch habe, gerade mit einem ziemlich großen Akku und dem Samsung Klebezeug. Mit einem dickeren Stylus kann man natürlich deutlich bequemer schreiben. Das ähnelt eher einem richtigen Stift als dieses kleine Mini-Ding. Gut, schalten wir das Samsung Galaxy Note 10.1 doch mal an. Dafür drehen wir es wieder herum und schauen uns hier erstmal den Power-Button an. Da haben wir ihn. Hoffentlich ist ein bisschen Akkuladung drauf. Ist es auch. Ja, wie gesagt, 10 Zoll Display, 1280x800 Pixel. Wir haben hier eine Kamera, zwei Lautsprecher an der Seite. Auf der Rückseite befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera, ein LED-Blitz und wie gesagt, der Stylus hier. Außerdem müsste man, muss man nicht abmachen, die Rückseite, denn wir haben hier oben einen SIM-Karten-Slot, einen Micro-SD-Karten-Slot, Walker-Switch für die Lautstärke, der Power-Button, den wir eben betätigt haben und ein Audio-Ausgang. Und hier müssen wir jetzt erstmal das Gerät konfigurieren. Die SIM-Karte überspringen wir erstmal, die wollen wir noch nicht einlegen. Dann connecte ich jetzt erstmal zum WLAN und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt mein WLAN eingerichtet und das Tablet mit meinem Google-Konto verbunden. Und dabei hat das Galaxy Note 10.1 auch schon ein paar Apps runtergeladen. Einige waren aber natürlich auch vorinstalliert. Ja, auf dem Samsung Galaxy Note 10.1 läuft Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
so wie die TouchWiz-Oberfläche von Samsung, die wir hier gerade sehen. Wir gehen mal ganz schnell in die Einstellungen und schauen uns das an. Infos zum Gerät, Android 4.0.4. Das sieht gut aus. Und ja, hier sehen wir auch schon die TouchWiz-Oberfläche. Samsung hat sehr viele Bedienelemente angepasst. Und meistens macht Samsung da auch einen ganz guten Job. Das sieht hier auf jeden Fall recht schick aus. Manchmal dauert es deswegen etwas länger, bis Updates erscheinen, aber hoffentlich wird hierfür auch bald Android 4.1 Jelly Bean als Update erscheinen. Gehen wir aus den Einstellungen raus und schauen uns mal den Homescreen hier an. Da hat Samsung einige Widgets vorinstalliert, zum einen für die Zeit und das Wetter, so Video Hub, Music Hub, Game Hub. Das kennen wir schon alles von den anderen Geräten von Samsung. Da sind wirklich einige Apps vorinstalliert. Und was haben wir hier noch? Wir haben ja eine Telefon-App, denn wie gesagt, mit dem Samsung Galaxy Note 10.1 kann man auch telefonieren, zumindest wenn man die 3G-Variante hat, und das ist hier der Fall. Und dafür ist eben dieses Headset mitgeliefert, das wir ja schon gesehen haben. Ja, schauen wir uns einfach mal ein paar Apps an. Was haben wir hier drauf? Das hier ist das erste Menü. Vorinstalliert sind einige Apps, Dropbox, da bekommt man 50 GB kostenlos und ich glaube für 2 Jahre. Sonst haben wir hier die genannten Hubs, Music Hub, Video Hub und so weiter. Polaris Office ist wieder dabei, Smart Remote, Playbooks ist jetzt sowieso auf jedem Android-Gerät, der Game Hub, Photoshop Touch ist dabei, das ist ganz nett, auch kostenlos. Und ja, das war's. Das hier sind jetzt einige Apps, die von meinem Google-Konto schon runtergeladen wurden. Ja, das waren die Apps. Kommen wir mal zum Stylus. Und wenn man den hier rauszieht, hier unten, öffnet sich gleich seine Leiste zum S-Planer. Crayon Physics, das ist so ein Spiel, wo man zeichnen kann und so weiter. Photoshop Touch haben wir hier auch direkt. Polaris Office und S-Note, das kennen wir schon vom 5 Zoll Samsung Galaxy Note. Und da habe ich eben schon was zum Probieren hier gezeichnet. Das können wir mal schließen. Wird verworfen. Okay. Neue Notiz. Wir wählen einfach mal irgendwas aus hier als Vorlage. Da haben wir es auch schon. Dann können wir hier die Farbe auswählen und den Zeichenstift, welche Art von Stift, wie das aussehen soll. Und dann können wir hier drauf ummalen oder auch schreiben. Okay, ganz so gut funktioniert das nicht. Und ja, wie gesagt, diese App okay, keine Ahnung, was das jetzt macht. Okay, das ist für Formeln. Wie gesagt, diese App kennen wir größtenteils schon vom 5 Zoll Galaxy Note. Ist eben nur für das Display hier jetzt angepasst, für das 10 Zoll Display. Gehen wir mal wieder raus. Wir schauen mal eben kurz. Ich glaube, man kann der Stylus hier hat so einen Button und ich glaube, wenn man darauf drückt, yep, kann man einen Screenshot machen und den könnte man jetzt bearbeiten, Sachen draufschreiben und vielleicht, wenn man jetzt auf einer Webseite irgendwas gefunden hat, ein tolles Bild vielleicht, kann man ein Panel zu machen und dann hinschreiben, lesen oder was auch immer. Ah, jetzt wird schon gespeichert. Okay, der Stylus kommt erstmal wieder rein, den schauen wir uns im Testvideo auf jeden Fall noch genauer an. Wir öffnen einfach mal den Browser. Ja, und wir sind da schon auf tabletblog.de. Gehen einfach mal auf eine andere Seite schnell. Nur damit ihr nochmal seht, wie es neu geladen wird. Da kommt es. Ja, da lädt es recht schnell. Das sieht gut aus. Und Scrollen funktioniert ja sehr flüssig. Multitouch funktioniert auch. Bei diesem Olympia-Bild, hier können wir uns gleich mal die Blickwinkel anschauen. Bei den Samsung-Geräten sind die meist ganz ordentlich und auch hier scheint das Display wirklich gut zu sein. Das gefällt mir auf jeden Fall. Es gibt deutlich schlechtere Tablets mit schlechteren Blickwinkeln, aber das hier ist ein sehr gutes Display. Die Auflösung ist nicht ganz so hoch wie bei einigen anderen Tablets. Wie gesagt, 1280x800, das ist bei einem 10 Zoll Gerät aber auf jeden Fall ausreichend. Den Accelerometer können wir noch gleich testen. Ja, die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall okay. Da gibt es nichts auszusetzen. Was können wir uns noch anschauen? Wir können auch einmal hier, das hier ist ganz nett. Diese Mini-Apps, die kennen wir schon. Aber trotzdem, die kann man auch hin und her verschieben.
dann ganz schnell eben einen Rechner über etwas anderem öffnen und dann, wenn man gerade vielleicht was gelesen hat und was ausrechnen möchte, kann man da schwere Sachen nachrechnen und gehen wir wieder raus. Was haben wir hier noch? Rechner, Nachrichten, S-Note wieder. Kann man wieder auch ganz schnell was entweder mit der Hand oder mit dem Stylus hier schreiben und abspeichern. Dann gehen wir doch mal gleich raus und da haben wir irgendwas Tolles gelesen. Da kann man den Stylus rausziehen und hier notieren, was man gerade gelesen hat. Gut, gehen wir wieder raus. Das ist das Samsung Galaxy Note 10.1. Es ist sehr dünn, es ist auch leicht, nicht so schwer. Ist auf jeden Fall ein nettes Design. Es ist alles aus Plastik, aber das Galaxy Note 10.1 fühlt sich nicht billig an. Es ist recht hochwertig verarbeitet. Es hat hier an der Seite wieder diesen grauen Rahmen mit den Lautsprechern an der Seite, damit Apple nicht böse wird und Samsung auch wegen diesem Tablet noch vor Gericht zieht. Das dürfte diesmal nicht passieren, denn das Galaxy Tab 10.1 hat ja bekanntlich das gleiche Design. 10.1n hat das gleiche Design, was Samsung mit dem Note hier jetzt von Anfang an anführt, mit diesen Rändern, damit es nicht ganz so sehr wie ein iPad aussieht. Upp, da wackelt die Kamera ein bisschen. Ja, das ist das Samsung Galaxy Note 10.1, Unboxing-Video und ein kurzer Test, einen ausführlichen Test, seht ihr dann in den kommenden Tagen auf diesem Video, auf diesem YouTube-Kanal und natürlich auf tabletblog.de. Ich bin Andrzej Tucharski, vielen Dank fürs Zusehen.